getroffen. Alltag im Leben eines Musikers. Geiger Juri Rebic kennt sie alle, die großen Flughäfen der Welt. Er chattet von Auftritt zu Auftritt. Oft ist er aber nicht daheim in Wien. Ich zähle das nicht und will das auch nicht zählen. Sehr, sehr viel. Also ich kann sagen, wenn ich eine Woche pro Monat in Wien bin, dann bin ich glücklich. Und glücklich ist er, wenn er Musik macht. Juri Rebic probt in seiner Lehrstätte, der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Er spielt auf einer ganz besonderen Geige, einer Stradivari, die ihm von einer Stiftung zur Verfügung gestellt wird. Das ist eine alte Dame, schon 300 Jahre alt, Antonio Stradivari aus dem Jahr 1709. Spielt sich's anders als auf einer normalen Geige? Das ist auch eine normale Geige, aber nur ein bisschen anders, würde ich sagen. Ich liebe alle Geigen, aber das ist einfach ein bisschen besser. Klingt sie anders? Es klingt anders, es ist genau so einfach, wie man, wenn man einen Ferrari nimmt oder ein billiges Auto, das ist eine Ferrari. Sie ist sehr wertvoll. Wie reisen Sie mit ihr? Es ist immer dabei, ist immer bei mir im Flugzeug, im Auto oder im Bett auch, ist immer daneben, gleich daneben und ja. Die Geige ist seit Kindertagen seine treue Begleiterin. Geboren wurde Juri Rebic 1991 in Moskau. Dass er Geiger wird, war ihm im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt. Mit 5 Jahren alt hatte ich meinen ersten Geigenunterricht. Aber ich bin schon der 4. Generation Geiger in meiner Familie. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, alle waren Geiger und ja, ich hatte keine andere Wahl. Und wie viel Geige haben Sie da geübt als Kind? Wie viel? Ich habe geübt ziemlich fleißig, natürlich nicht so wie als Teenager, aber schon eine Stunde mit 5 Jahren alt jeden Tag und dann langsam 2 Stunden und dann 3, 4, 5 Stunden pro Tag. Stolz zeigt er jenes Video, das seine Eltern von ihm als 5-Jährigen gemacht haben. Studiert hat er am Konservatorium in Moskau. Um das Geigenspielen zu perfektionieren, ging er als 17-Jähriger nach Wien. Ich bin ganz alleine nach Wien umgezogen, aber ich war sehr, sehr glücklich, dass die Leute hier so freundlich sind. Und ich habe mir sehr, sehr viele Freunde gefunden und fühle mich hier wie zu Hause. Eigentlich, jetzt Wien ist mein Zuhause. Und wie haben Sie Deutsch schon können oder mussten Sie es erst lernen? Ich habe eigentlich Deutsch nie gelernt, weil ich bin irgendwie zu faul, überhaupt etwas zu lernen außer Violine. Ich lese Bücher, ich schaue Theater oder so auf Deutsch und dann habe ich ein bisschen das irgendwie gelernt. Heimweh nach Russland hat eigentlich nicht. Ich bin sehr glücklich, dass meine Familie mich sehr oft besucht hier in Wien und auch mein Vater ist mein Lehrer, war immer mein Lehrer und ist noch immer ist. Und wenn ich ein wichtiges Debüt habe oder eine wichtige Aufnahme, der kommt immer zu mir und hilft mir. Juri Rebic gibt viele Konzerte auf der ganzen Welt. In Wien hat eine eigene Reihe ins Leben gerufen. Meine Konzertreihe Friday Nights with Juri Rebic ist meine Baby hier in Wien und ich bin sehr stolz drauf. Und da haben wir Musik, Tanz, Theater, Schauspiel, Kunst und Mode zusammen. Wir haben 5, 6 Veranstaltungen pro Jahr mit tollen Schauspielern wie Christiane Höbiger, Sunny Melles, Angelika Kirchschlager und. Und jede letzte Veranstaltung von meiner Reihe Friday Nights with Juri Rebic ist für den guten Zweck. Und da habe ich mich für UNICEF Österreich entschieden. Und jetzt haben wir jährliches Benefizgala Dreamland für UNICEF Österreich. Warum ist Ihnen das so wichtig? Meine Eltern haben alles gemacht, dass für mich das möglich war. Und jetzt verdiene ich auch Geld damit, mit meiner Musik, ja, und lebe ziemlich gut. Und ich aber kann sehen, dass in verschiedenen Ländern Kinder haben keine solchen Möglichkeiten. Sie haben keine Eltern oder sie haben keine Schulen oder sie haben einfach nichts. Und da muss ich natürlich diese Kinder unterstützen. Juri Rebic, ein engagierter Geiger, der noch viel vorhat. Unser Social